1954. Josef Schörkhuber gründet in München die Bayerische Hausbau. Er legt mit dem Geschäftsfeld Bauen und Immobilien das Fundament für die heutige Unternehmensgruppe. Ab 1965 entsteht im Osten Münchens der Arabella Park. Das Stadtquartier verkörpert die Vision einer Stadt in der Stadt zum Wohnen, Leben und Arbeiten. Eine Idee, die Josef Schörkhuber von seinen Reisen in die USA mitgebracht hat. 4 Jahre später eröffnet das Arabella Hotel Bogenhausen. Der Startschuss für den rasch wachsenden Unternehmensbereich Hotel. 1979. Josef Schörkhuber steigt ins Baugeschäft ein. Er übernimmt die Aktienmehrheit an Hacker Pschorr, an der Paulaner Salvator Thomas Breu und der Kulmbacher Reichel Breu. Der Unternehmensbereich Getränke ist geboren. 1995. Nach dem Tod Josef Schörkhubers tritt Sohn Stefan als Vorsitzender des Vorstands an die Spitze der Gruppe. Er bringt viel Erfahrung mit. Vor allem im Hotelbereich. Den leitet er schon mit 23 Jahren. Nun beginnt er, die weit verzweigten Aktivitäten der Gruppe zu ordnen und treibt die Internationalisierung voran. 1998. Ein Joint Venture mit ITT Sheraton, heute Marriott, eröffnet den Häusern der Gruppe neue Möglichkeiten. Ab jetzt tragen sie die weltbekannten Markennamen des Partners wie St. Regis, Westin oder Sheraton. 2011 übernimmt Starwood, heute Marriott, das Management der Häuser in Deutschland, der Schweiz und auf Mallorca. Die Schörkhuber Unternehmensgruppe kümmert sich um den Betrieb. 2001. Auch der Getränkebereich stellt sich dem internationalen Wettbewerb und holt sich in einem Joint Venture mit Heineken einen starken Partner ins Boot. Mit seinen Brauereien steht der Bereich für vielfältige Bierkultur, Brautradition und Biere in höchster Qualität. 2008. Alexandra Schörkhuber tritt nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes Stefan an die Spitze des Unternehmens. Zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Klaus N. Näwe ordnet sie das historisch gewachsene Familienunternehmen weiter. 3 Jahre später kommt die Lachszucht Productos del Mar Ventisqueros als 4. Bereich Seafood hinzu. Das Unternehmen wurde zuvor von Alexandra Schörkhuber im Privatbereich der Familie geführt. 2015. In München baut Paulaner eine der modernsten Brauereien Deutschlands. An ihrem alten Standort in der Münchner Au plant die Bayerische Hausbau Wohnraum für 3.500 Menschen und setzt in der Bürgerbeteiligung neue Maßstäbe. Mit Florian Schörkhuber tritt die 3. Generation der Familie in den Vorstand der Gruppe ein. Eine neue, dezentrale Konzernstruktur sichert die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens über die nächsten Generationen hinweg. 6 Jahrzehnte Schörkhuber Unternehmensgruppe. 6 Jahrzehnte unternehmerischer Elan, die Bereitschaft, Neues zu wagen, die Lust an Herausforderungen zu wachsen. Unsere Geschichte geht weiter.